whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich zwei Abfüllungen auf dem Fass, und zwar zwei Abfüllungen von Slyrs. Das ist einmal die Sauternes-Abfüllung und einmal die Port-Abfüllung. Die werde ich jetzt in zwei Videos verkosten. Und heute fangen wir mit der Port Edition an. Es ist diesmal eine editionslose. Letztes Mal hat der Horst die, glaube ich, probiert. Ich verlinke euch mal das Video hier oben. Und das war die Second Edition. Und heute werde ich auch ein bisschen darauf eingehen, was denn der Unterschied zwischen der Second Edition und dieser editionslosen ist, weil jetzt steht keine Edition mehr drauf. Sieht sehr ähnlich aus zur Second und First Edition, nur steht eben nicht mehr Second oder First Edition drauf. Was wir aber immer noch haben, ist hier oben limitierte Auflage, und dann gibt es da noch so eine Nummer, und die heißt bei mir L2202. Ja, wie ist er gelagert worden? Wir haben hier einen jungen Whisky. Slyrs hat ja mittlerweile einen 12-jährigen Whisky, aber das hier ist ein jüngerer. Steht auch hier, glaube ich, hier drin. Ist eine 3-jährige Lagerung in neuen amerikanischen Weißeichenfässern. Und er bekommt dann noch ein Finish in Portfässern. In der Second Edition hieß es, sind es 500 Liter Portfässern, und diesmal sind es, wie haben sie es genau geschrieben, sein Finish in kleinen Eichenfässern. Haben sie jetzt irgendwo, vielleicht haben sie Hogsheads draus gemacht, man weiß es nicht. Und irgendwo habe ich dann auch noch bei den Herstellerangaben gefunden, dass es 12 Monate sein soll. Für die, die immer ein bisschen auf die Fakten aus sind von den Flaschen, er ist nicht gefärbt, hat so einen leichten Rotstich, was wahrscheinlich vom Port kommt, und eigentlich insgesamt schon so eine schöne, richtig schöne Farbe. Sie ist schon relativ dunkel. Er ist also nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert und hat auch kein Alter drauf, also No Age Statement. Wobei hier im Zettel steht, 3-jährige Lagerung und die 12 Monate... Ja, die weiß ich nicht mehr, wo ich die habe, aber die habe ich von der Hersteller, so einer Herstellerpräsentation. Also im Grunde ist hier ein 4-jähriger drin. Warum sie es nicht draufschreiben? Ja, wahrscheinlich wegen den Einsteigerkunden, damit die nicht sagen, oh, hier kriege ich ja nur 4 und bei den Shoppen kriege ich mehr. Was gibt es noch zu sagen? Ja. Slyrs, für die, die es nicht wissen, brennt auf Potstills. Ich habe ein kleines Video darüber gedreht, wenn es interessiert, wie die produzieren. Und sie haben auch ein sehr aufwendiges, was heißt ein sehr aufwendiges, ein eigenes Maischverfahren, was nicht so gängig ist bei den normalen Single Malt Whiskys. Die kühlen nämlich ihre Maische, und normale Single Malt Whiskys, normale Brennereien kühlen sie nicht. Das ist etwas, was in der Moderne aufgekommen ist, wo man aber so ein bisschen die Geschmäcker verändern kann und weniger bittere Geschmäcker reinbringt. Gut, probieren wir mal, wie er schmeckt. Oh, was man sofort merkt, ist, man hat so richtig dunkle Töne drin. Also schwerer Wein, so dunkle Schokolade. Ein leichtes Leder im Hintergrund. Aber man merkt schon, oh, da ist ein richtig heftiger Weineinfluss. Ich hätte gedacht, dass man irgendwo noch so ein bisschen die Vanille und den Karamell von der amerikanischen Weißeiche noch durchriecht, aber ja, vielleicht ein bisschen Karamell, aber eigentlich nichts. Also man kriegt hier wirklich einen Whisky, der sehr weinig ist. Relativ sanft, auch mit Trauben, Wein, Schokolade. Also das, was die Nase verspricht, hält der Geschmack. Schwere Geschmäcker, vielleicht ein bisschen Leder. Zarte Bitterkeit, so zartbitter Schokolade. Aber Beerenwein sind hier die dominanten Geschmäcker. Alles
sehr weich. Er hat 46%. Man merkt, da ist schon ein bisschen Intensität dabei. Also das ist ein Paradebeispiel für einen Portwein-Finish. Bei Portwein ist die Einteilung ja nicht so wie bei Sherry. Bei Sherry hat man ja diese verschiedenen Namen wie PX, also Pedro Ximénez, Oloroso, Fino, Amontillado. Port ist ein bisschen mehr ja, straightforward, ein bisschen einfacher gestrickt. Die sagen einfach, wir haben süß, semi und trocken. Und ja, die drei werden sehr eingeteilt. Die genauen Grenzen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe es mal ein bisschen recherchiert. Aber das sind so die drei Einteilungen. Ich würde jetzt nicht wagen zu sagen, was das für ein Portwein war. Da sie mittlerweile in kleinen Fässern lagern und nicht mehr in den 500 Liter Fässern, gehe ich auch mal davon aus, dass es mehrere Fässer sind. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Also ganz der Sweet ist es nicht. Leichte Trockenheit hat man dabei. Also ich würde irgendwo sagen Semi oder Dry. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch interessiert hat, schaut bei uns mal im Shop vorbei. Die Flasche gibt es bei uns zu kaufen. Und wenn euch sonst noch irgendwelche Sachen interessieren, dann schaut doch auf whisky.de vorbei. Da haben wir eine große Sammlung an, wie man Whisky probiert, an großen Sammlungen über die Brennereien, Sachen, die geschrieben sind, viele Bilder und auch Videos über die Brennereien. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.